Herzlich willkommen beim zweiten Cosmo Festival 2023. Ich freue mich hier unglaublich, hier zu stehen und hinter mir das tolle Festival zu sehen, wie es läuft und wie es angenommen wird. Das erste Mal waren wir 2019 am Start, mussten aufgrund Corona und anderer Dinge ja, 4 Jahre warten, bis wir wieder die zweite Cosmo Festival Veranstaltung durchführen konnten. Ja, hinter uns liegen mit der Crew ca. 20 Leute beinhaltet, über 1000 Stunden Arbeit. Alles ist hier ehrenamtlich organisiert, alles für den guten Zweck. Jeder Gewinn geht an Klartext für Kinder und das macht dieses Festival so besonders. Viele Leute haben uns unterstützt, viele Sponsoren haben dazu beigetragen, dass wir dieses Festival umsonst draußen organisieren können und sag ich mal, die Preise anbieten können, wie wir es gerade tun. Wir hatten heute Morgen von 14 Uhr hatten wir Beginn. Wir hatten das begonnen, sage ich mal, von 14 bis 18 Uhr mit einem Familienfest. Dieses bombenmäßig angekommen. Wir hatten ganz, ganz viele Familien mit ihren kleinen Kindern, die hier viel Spaß hatten. Vielleicht haben wir ja gleich nochmal die Möglichkeit, den ein oder anderen Kind einzufangen, wie das Fest fand bis jetzt. Ja, wir warten jetzt alle im Hintergrund auch gleich auf die, auf unseren Headliner, Grubenrock. Grubenrock hat 4 Jahre einen Spendenstahl für uns gesammelt und wird gleich auch die Spendensumme bekannt geben, die sie an uns spenden. So, ich glaube, Cosmo 2023 war ein voller Erfolg. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr dabei am 24.08.2024, 14 Uhr, Sportpark Enni in Rheinkamp. Kommt vorbei, habt Spaß, beteiligt euch, seid ein Stück von Klartext für Kinder. Bis bald. Gut. Und du? Ja. Ja, auch gut? Super, die Kinder waren zufrieden, wir auch. Hallo, ich bin Leon, 15 Jahre alt und bin hier wieder in diesem Jahr auf diesem Cosmo Festival hier. Und ja, super Festival, gute Stimmung, viele Leute hier, die man so kennt. Und ja, macht einfach Spaß, hier zu sein. Ja, ich heiße auch Leon, bin 16 Jahre alt und ich bin auch aus diesem Cosmo Festival und es ist einfach wirklich cool. Hier sind so viele coole Leute und ja, ich würde nächstes Jahr wiederkommen, definitiv, ja. Ich bin die Dani und bin seit heute Mittag hier und es war ein sehr schönes Festival bisher. Egal, ob es am Glücksrad war oder die Tombola, Kinderschminken, Treikausfahrt und so weiter. Für die Kinder ist hier sehr viel geboten worden. Es waren sehr schöne Preise für die Kinder dabei, angefangen über einen Trikotsatz, über eine Indoor-Hüpfburg, über Bubble Balls, Friseurgutscheine, Essensgutscheine, eine Nintendo Switch war dabei und die Kleinen haben sich super gefreut. Ja, die Organisatoren hatten sehr viel zu tun, im Vorfeld schon, haben auch fleißig in den Social Medias gepostet. Ja, und bis jetzt läuft es, denke ich, ganz gut. Ja, viel Engagement und jetzt geht's weiter. Hallo, mein Name ist Pascal Krumpen, ich bin Mitglied der KGU Molka. Ich war bis dieses Jahr Präsident der KGU Molka. Ja, wir sind heute hier mit einer kleinen Auswahl an Mitgliedern und wir freuen uns einfach, dass ein Mitglied von uns, Attila Cikuklu, dieses hier auf die Beine stellt mit allen Leuten, die dabei sein können. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Wir unterstützen das sehr von der Molka. Wir haben hier ein Banner erstellt, das auch veröffentlicht worden ist. Es ist einfach eine tolle Sache. Es macht viel Spaß. Den ganzen Tag über die Kinder sind unterwegs, haben hier viele Sachen erleben können, sei es vom Glücksrad, sei es von der Tombola, sei es vom Kinderschminken. Und heute am Abend ist was für die Erwachsenen gemacht worden. Die Band ist da. Mehrere Bands sind da. Und es ist einfach schön, dass man das hier in der Gesellschaft erleben darf. Vielen Dank dafür an Cosmo, an Organisatoren. Und vielen Dank auch an Attila Cikuklu. Oliver Schmitz, Inhaber vom Autohaus Reims. Ich bin Mitsponsor hier auf dem Cosmo Festival in Mörs-Repelen
und freue mich, dass solche Veranstaltungen halt hier vor Ort gemacht werden und unterstütze diese auch super gerne. Im Vorfeld haben die Organisatoren unsere Fahrzeuge genutzt, um die ganzen Materialien hierher zu bringen. Und wir freuen uns jetzt zum Ende hin noch auf ein super Konzert. Und danke, dass sowas für Klartext für Kinder hier veranstaltet wird. Ja, mein Name ist Markus Tenbergen. Ich bin gefragt worden, ob ich hier die Moderation des Festivals übernehmen würde dieses Jahr, was ich gerne gemacht habe. Ich finde, die Organisatoren haben einen ganz, 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 ganz tollen Job gemacht, haben hier unfassbar viel geleistet, egal ob das Wetter gut oder schlecht war. Und von daher habe ich das gerne gemacht, was die hier unterstützen. Und ich hoffe, im nächsten Jahr auch wieder dabei sein zu dürfen, wenn es dann heißt Cosmo Nummer 3 nach Corona. Danke. Das Cosmo Festival ist mittlerweile ja eine Tradition in Moers. Und ich finde es bemerkenswert, wie viele ehrenamtliche Menschen sich hier engagieren, damit wir Mörserinnen und Mörser, aber auch darüber hinaus, mal einen schönen Abend haben, einen schönen Nachmittag, da fängt es ja schon an, auch für die Kinder, aber dann abends eben mit Rockmusik, dann auch was für die älteren Semester anbieten. Deswegen kann man das gar nicht hoch genug einschätzen, was die ehrenamtlichen Menschen vom Cosmo Festival hier für uns auf die Beine bringen. Dafür ganz herzlichen Dank.